Heute am 8. März ist Internationaler Frauentag. Weltweit sind Aktionen geplant, um den Blick auf die Unterdrückung von Frauen und Mädchen zu richten. Ihre Lage sei besonders in Afghanistan und im Iran schwierig, so die Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Guterres sagte, Frauenrechte würden vielerorts geschmäht, bedroht und verletzt. Wenn dies so weitergehe, werde eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern erst in 300 Jahren erreicht. Und meine Kollegin Jacqueline Pivon ist für uns am Gendarmenmarkt in Berlin und beobachtet die Demonstration von vier iranisch-afghanischen Aktivistenkollektiven. Wer ist denn gerade vor Ort und was genau fordern die Demonstranten? Ja, hier hinter mir kann man es vielleicht sehen. Hier hat die Kundgebung gerade einen kurzen Stopp gemacht. Es sind gut über 1000 Menschen jetzt hier vor Ort, die sich vor allem für iranische und afghanische Frauen, für die Rechte der Frauen einsetzen und sind seit 11 Uhr heute Morgen hier schon unterwegs, jetzt mit kleinem Zwischenstopp. Und die Route geht dann auch noch weiter bis vors Reichstagsgebäude. Das sind insgesamt vier Kollektive, die sich hier zusammengeschlossen haben. Drei iranische und ein afghanisches Kollektiv, die hier zum ersten Mal zusammen aufgerufen haben zu einer Demo. Und das Motto ist Frau, Leben, Freiheit, Jinjian Azadi. Das rufen sie hier den ganzen Zug, die ganze Demo über schon und wollen natürlich besonders aufmerksam machen auf das, was gerade in Afghanistan und im Iran passiert, dass die Rechte der Frauen dort zunehmend und auch immer weiter noch eingeschränkt werden. Ja, und Jacqueline, du hast auch da mit den Menschen gesprochen. Was erzählen die dir denn soweit? Richtig, ich habe mit Menschen hier vor Ort gesprochen. Es sind auch einige dabei, die selbst natürlich Verwandte und Familie in den Ländern haben, in Afghanistan oder im Iran. Und eine Künstlerin zum Beispiel hat mir heute erzählt, das braucht natürlich ganz schön viel Mut, dann hier auf die Straße zu gehen, weil das für die Leute in den Heimatländern auch bedeutet, dass sie hier eventuell bedroht werden können und Konsequenzen davontragen könnten. Aber die Gemeinschaft und dass man hier zusammen auf die Straße geht, das verschafft allen vielen Mut und gibt ihnen eben Mut, hier heute auf die Straße zu gehen. Und neben mir steht jetzt eine der Initiatoren der Demo. Solfa steht jetzt bei mir. Sie gehört zum afghanischen Kollektiv. Solfa, es ist das erste Mal, dass Sie hier eine Zusammenarbeit zwischen iranischen und afghanischen Kollektiven machen. Wie ist es dazu gekommen und warum ist das wichtig? Also wir sind schon seit ein paar Monaten in Verbindung, wegen auch da halt in Iran viele Afghanen auch wohnen und auch einer der vorherigen Demos, die iranischen Kollektive auf uns zugekommen sind, um über diese Gruppe sprechen zu können. Und dadurch haben wir halt gesagt, okay, die Situation in Afghanistan ist sehr gravierend und in Europa, in Deutschland sehen wir, dass das ein Thema wird, das jetzt zur Seite geschoben wird und Iran als Vorzeigeposition gebracht wird, obwohl Frau in Afghanistan viel weniger Rechte hat, die Universitäten geschlossen sind. Und dadurch haben wir gesagt, okay, lasst uns zusammenarbeiten, um zu sagen und ein Zeichen zu setzen, dass wir gegenseitig und nebeneinander stehen werden und gleich uns sehen und mitkämpfen möchten zusammen. Wenn Sie das beschreiben müssen, die Dinge, für die Sie einstehen, sind das exakt die gleichen? Sind das exakt die gleichen Forderungen, und die Sie da erheben in den verschiedenen Ländern? Wir stehen gegen die Instrumentalisierung von den weiblichen Körper für geopolitische Strategien. Wir sehen, dass das als auch mit der feministischen Außenpolitik immer gesagt wird, aber gleichzeitig werden Trade Agreements, Verhandlungen gemacht mit den Taliban zum Beispiel, wo wir sehen, das ist das Ähnliche wie in Iran, und deswegen wollen wir dagegen stehen, dass der weibliche Körper als Symbol gezeigt wird, um solche Verhandlungen trotzdem unter den Tisch zu vereinbaren. Ja. Und was erhoffen Sie sich heute hier von der Demonstration? Welche Botschaft soll sozusagen in die Welt und vielleicht auch in die betroffenen Länder gesendet werden? Für die betroffenen Länder möchten wir zeigen, dass wir sie nicht vergessen und dass wir ihren Leid sehen und verstehen auch, wie die Sachen, die wir hier entscheiden, auch dort viele Auswirkungen haben oder die größten Auswirkungen haben. Und dafür wollen wir beiseite stehen und ihre Stimmen erheben.
Vielen Dank, Solfa, bis hierhin. Die Demo geht natürlich noch weiter und wir haben es gehört, es geht hier vor allem darum, solidarisch zu sein unter den Frauen. Sind denn abgesehen von dieser Demonstration noch weitere Aktionen im Laufe des Tages in Berlin geplant? Ja, in Berlin ist heute, kann man sagen, ein Demonstrations-Hotspot. Es sind außer neben dieser Demo, auf der wir jetzt gerade sind, 3 weitere zu diesem Thema Iran-Afghanisch, also zu dem Themenschwerpunkt Iran-Afghanistan in Berlin, die heute stattfinden werden. Und darüber hinaus auch über 10 andere Demonstrationen, die sich den Frauentag und die Rechte der Frauen, die das aufmerksam machen, darauf heute zum Thema gesetzt haben. Gegen Mittag wird es eine sehr große Demonstration der Gewerkschaften geben von Verdi und GEW, wo sehr viele Leute erwartet werden. Aber bis in den Nachmittag und in den frühen Abend hinein wird es viele Demonstrationen in Berlin geben, den ganzen Tag lang für die Rechte der Frauen. Jacqueline Pimon war das. Vielen Dank nach Berlin. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Amtsberg fordert ausreichend Geld für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik. Frauen bräuchten keine Blumen oder Applaus, sagte die Grünen-Politikerin. Für echte Teilhabe und Gleichberechtigung seien Rechte, Repräsentanz und Ressourcen notwendig. Auch hierzulande sind Frauen oft unterrepräsentiert. Beispielsweise in den sogenannten MINT-Studiengängen, also Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Technik. Ein Unternehmen aus Bruchsal will daran etwas ändern. Mit der Drohne einen kleinen Ball in eine Kiste werfen. Eine große Herausforderung. Doch die Mädchen sind mit Begeisterung dabei. Dafür messen sie Flugwege und programmieren sie ein. Ihnen ist klar, Mädchen können alles genauso gut wie Jungs. Organisiert hat den Workshop die Auerbach-Stiftung. Das Ziel, Mädchen sollen sich für technische Berufe interessieren. An diesem Tag sind sie zu Besuch bei dem Unternehmen Volocopter, das Flugtaxis entwickelt. Die Mädchen treffen Ingenieurinnen und ITlerinnen. Also wir machen das ein bisschen weniger mysteriös sozusagen. Und wir müssen auch diese bestehenden Stereotypen widerlegen. Ich finde es schön, dass auch Frauen sowas machen und nicht nur Männer. Mädchen müssten einen Sinn hinter der Technik sehen, meint Steffen Heil von der Stiftung. Waldbrandgefahrerkennung, Früherkennung, indem man mit der Drohne über den Wald fliegt, solche Sachen. Oder man düngt mittlerweile auch mit Drohnen an unwegbaren Stellen. Dafür kann man Mädchen begeistern. Also ganz häufig, wenn was mit Sinn zu verbinden ist. Was sie später werden wollen? Manch eine ist schon in ihrem Element. Irgendwas mit viel Technik. Bei vielen Mädchen im Workshop ist der Funke schon übergesprungen.